Die Frau mit der Eins auf der Brust feiert ihre zweite Goldmedaille bei diesen Spielen. Dank eines komfortablen Vorsprungs kann die 24-Jährige den Zieleinlauf so richtig genießen. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt heute schon wieder so gut hingehauen hat. Ich habe versucht, mich voll und ganz aufs Schießen zu konzentrieren. Läuferisch habe ich mich nicht ganz so locker gefühlt. Ja, ich bin wahnsinnig happy, dass das so gut geklappt hat heute. Laura Dahlmeier heute als Sprintsiegerin, die Gejagte. Sie kommt als Erste zum Schießen, liegender Anschlag. Sie wirkt erneut fokussiert. Keine Anzeichen von Nervosität. Der Wind scheint beherrschbar. Ja, sieht auch vergleichsweise harmlos aus, wenn wir die Fähnchen in den letzten Tagen hier so beobachtet haben. Vierter Treffer, Laura Dahlmeier. Ja, gut so. Gut so reingekommen, auch in diese Verfolgung, Laura Dahlmeier. Die 24-jährige Deutsche kontrolliert dieses Rennen, führt nach 2,9 Kilometern klar vor der ebenfalls fehlerfreien Slowakin Anastasia Kuzmina und Veronika Witkova aus Tschechien. Beim zweiten Schießen ebenfalls liegend, der Wind stärker. Das direkte Duell mit Anastasia Kuzmina. Ja, passt. Ganz wichtig, dieser erste Treffer. Ja, aber der Wind, ja, drei drauf. Ja, und Kuzmina schießt auch daneben. Der Wind ist deutlich stärker geworden, ja. Ja, sie bleibt fokussiert. So, und jetzt ist sie durch. Geht hier auch als Erste raus. Laura Dahlmeier läuft ein taktisch kluges Rennen. Sie dosiert das Tempo. Nach etwa der Hälfte des Rennens lässt sie die Slowakin Kuzmina, die ebenfalls einmal in die Strafrunde musste, vorbeiziehen. Und nutzt so den Windschatten bei dem langen Anstieg. Nun das dritte Schießen stehend. Die Deutsche neben Kuzmina auf Bahn 2. Sie setzt alle 5 Schuss ins Schwarze. Die 33-jährige Kuzmina mit 2 Fehlern, das bedeutet 300 Extrameter. Und dann sind wir wieder vorne bei Laura Dahlmeier. Und sie wird jetzt auch die Gedanken kommen lassen und hoffentlich auch wieder gehen lassen. Ganz genau. Vor dem letzten, dem abschließenden Schießen, dass ihr eine weitere Goldmedaille bescheren kann. Das hält sie jetzt in der Hand mit diesem Vorsprung. Sie kann wirklich ihr Rennen machen, sich so einteilen, dass sie optimal vorbereitet zum abschließenden Schießen kommt. Der Bundestrainer weiß, welch ein Juwel er im Rennen hat. Laura Dahlmeier versteht es wie kaum eine andere, sich auf solch schwierige Bedingungen einzustellen. Daumen drücken jetzt. Passt. Sitzt. Ja. Auch der dritte. Der Vorsprung war groß. Bravo. Unglaublich. Unglaublich. Sensationell. Jetzt sage ich es einfach mal. Diese Laura Dahlmeier ist unglaublich gut. Überragt hier alles. Laura Dahlmeier vollkommen souverän. Diesen Sieg kann ihr niemand mehr nehmen. Ein Start-Ziel-Sieg. Nach der Erfüllung ihres Kindheitstraums nun der zweite Streich. Dieser Triumph zudem historisch. Als erste Deutsche gewinnt sie Sprint und Verfolgung bei Olympia. Der perfekte Auftakt. Eingerahmt wird die junge Deutsche rechts von der Slowakin Anastasia Kuzmina, die Silber gewinnt, und Bronze für die Französin Anaïs Bescon. Laura Dahlmeier, die Doppel-Olympiasiegerin im Goldrausch.